Hauptaufgabe des Gruppenleiter ist zum einen im Bereich der wirtschaftlichen Leistungserfüllung, tut er in seinem ganz speziellen Arbeitsbereich, also bei uns wäre das im Personalrestaurant, ist er zuständig zum Beispiel für die Produktion von den Menü, von Gebäck und so weiter, dass das wirklich in richtiger Zeit nachher auch rausgegeben werden kann. Gleichzeitig aber auch die betreute Begleitung der Mitarbeitenden auf diesem Weg. Wir haben dort ganz verschiedene Mitarbeitende, die einen sind sehr schnell, die anderen sind langsam, dass man dort irgendwie einen Weg zusammenfindet. Es ist sehr vielfältig, es ist jeden Tag anders. Zum Teil ist das halt wirklich richtig Stress, wenn man dort wirklich zu wenig Mitarbeitende hat und sehr viele Aufgaben muss erfüllen. Auf der anderen Seite ist es halt auch sehr spannend. Ich finde es auch sehr toll, mit den unterschiedlichsten Menschen zusammenzuarbeiten und sie zu begleiten, ihre Ressourcen auch irgendwo können, mit ihnen zusammen rausholen und spüren. Und das ist wirklich immer schön, wenn man sieht, hey, da ist ein Schritt in Richtung mehr Selbstständigkeit passiert oder mehr Selbstvertrauen ist da. Als Erwartungen von der Vorgesetzten habe ich natürlich, dass sie einem zuhören, wenn man ein Problem hat. Oder? Und vor allem, wir sind eben psychisch kranke Leute. Oder? Wir sind nicht immer, einen Tag sind wir gut zu Weg, einen Tag sind wir schlecht zu Weg. Oder? Und dass sie dann unsere Probleme auch anhören, dass man kann zu ihnen gehen und sagen, sie, heute geht es mir nicht so gut, aber ich würde gerne hier gleich arbeiten, dort, oder? Aber dass ich in einer ruhigen Ecke kann arbeiten kann. Dort, oder? Besonders im Drahtzug ist der Spagat zwischen dem sozialen Aspekt und dem wirtschaftlichen Aspekt. Wichtig ist da, dass man das eine und das andere nicht aus dem Auge verliert. Speziell ist ganz klar der Mensch, der steht für mich immer noch im Mittelpunkt, wie aber auch der Kunde, der das Ganze uns möglich macht, mit den Menschen so zu arbeiten. Für mich sind beides Kunden und ich möchte gerne beiden gerecht werden. Das Schöne ist sicher am Drahtzug die Wertschätzung, die wir bekommen von den Kunden, wie auch manchmal von einer Mutter, die anruft und sagt, dass ihrem Sohn einfach super gut gefällt bei uns. Das ist für mich sehr schön.